Hallo meine treuen Champions, ich möchte zusammen mit euch League of Legends spielen. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ja, ich möchte diesen Samstag ab 21 Uhr zusammen mit euch League of Legends spielen. Das Ganze ist kostenlos, ihr könnt es einfach runterladen und zusammen mit meiner Community, zusammen mit mir einfach ein bisschen Spaß haben. Ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Probiert einfach das Spiel aus, ladet es euch runter. Das Ganze ist eigentlich schnell gelernt, hoffe ich mal, im Großen und Ganzen, im Groben. Easy to learn, hard to master und so, kennt ihr ja. Aber ich habe auch keine Ahnung von dem Spiel, also ihr müsst euch da nicht schämen, wenn ihr nichts wisst über das Spiel, kein Problem. Ladet es euch einfach runter, spielt bis Samstag auf jeden Fall die Einführung, dann müsstet ihr eigentlich alles grobe über das Spiel wissen und ich würde sagen, diesen Samstag 21 Uhr, tragt es euch in den Kalender ein und ich zeige euch jetzt einfach mal die erste Einführungsmission und dann habt ihr einen groben Überblick, worum es überhaupt geht. Let's go! Ja, wie gesagt, ihr müsst nichts mitbringen, ihr müsst nichts können, einfach nur bisschen Spaß haben wollen, das würde ja schon reichen. Pass auf, was du sagst, Junge. Sonst findest du dich schneller zu Hause wieder, als dir lieb ist. So, das ist League of Legends. Die Einführung hier wird nochmal erklärt. Mit Rechtsklick kann man sich bewegen. Man hat hier unten mehrere Fähigkeiten, die man einsetzen kann mit Q, W, E, R. Ja. Aber sie erklärt das auch sehr gut in der Einführung, also das ist auch nicht das Problem. Mit rechts auf die Gegner klicken, um sie zu bekämpfen. Greif die Übungslakaien an, indem du einmal mit der rechten Maustaste aufgeklickt. Aber die Dame erklärt das sehr gut. Also ihr braucht keine Angst haben, ihr müsst wirklich nichts über das Spiel wissen. In jedem Fall müsst ihr versuchen, diese Türme zu verteidigen. Das ist der Sinn des Spiels. Aber, wie gesagt, das wird in der Einführung sehr gut erklärt. So. Und jeder Champion, deinen Augen leuchtet die Gefahr, mächtige Fähigkeiten, die ihn von anderen Champions unterscheiden. Keine zwei Champions sind gleich. Genau, es gibt verschiedene Champions, verschiedene Kategorien und ihr könnt in der ersten Mission, in der ersten Einführungsmission einfach mal die Champions ein bisschen ausprobieren. Das solltet ihr auch tun, damit ihr so grob eine Ahnung habt, was euch am ehesten liegt und ja, probiert es einfach aus. Also ich kann es wirklich sagen, probiert es wenigstens aus. Gebt dem Spiel mal eine Chance. Und wenn ihr Bock habt, dann spielt diesen Samstag einfach mit mir mit. Und wenn ihr keine Lust habt, dann ja, schaut wenigstens zu oder so. Wäre auch cool. Ich würde mich freuen, wenn ihr zuschaut. Wäre auch cool. Versucht in jedem Fall die Gegner immer zu last hitten, weil dafür kriegt ihr dann Geld und Erfahrungspunkte. Ich weiß gar nicht, ob das so in dem der Einführung erklärt wurde, aber da hat man jetzt kurz die 19 aufploppen sehen. Oder da gerade die 9. Also man kriegt Geld, wenn man die Gegner last hittet. Die kleinen. Hey. Ja. Gut. Aber so wirklich Ahnung von dem Spiel habe ich auch nicht, okay? Also ich kann das jetzt nicht wirklich gut erklären. Und deswegen mache ich das an dieser Stelle auch nicht. Wenn ihr ein bisschen was über das Spiel wissen wollt, spielt die Einführung und ansonsten weiterführendes Material könnt ihr natürlich auch Tutorials von anderen Leuten angucken, die da mehr Ahnung haben als ich. Vielleicht findet ihr da ein bisschen was Vernünftiges auf YouTube. Ich denke mal schon, da wird es sehr viele gute Videos geben. Also falls ihr Interesse habt, ich würde mich freuen. Ich habe auch, wie gesagt, keine Ahnung von dem Spiel. Und ich will einfach nur Spaß haben mit meiner Community. Einfach mal was Neues ausprobieren. Und ich hoffe, dass ihr das auch tun wollt. Achso, beim Turm funktionieren die Fähigkeiten nicht. Ja, da sieht man schon, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Also ich habe wirklich gar keinen Peil, was hier abgeht. Ich will einfach nur das Spiel spielen. Oh.
Ja, man sollte nicht an die Türme rangehen, wenn keine Lakaien in der Nähe sind, weil sonst greifen die Türme euch an und die machen massiv viel Schaden. Gut. Ja, ich würde sagen, wir können einfach mal ein bisschen Spaß haben diesen Samstag. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach das Ding hier durch. Zerstören den gegnerischen Turm. Und dann war's das. Ich hoffe, ihr seid dabei diesen Samstag. Ich hoffe wirklich, ich hätte richtig Lust mit euch zu spielen. Valorant hat auch immer super geklappt. Und ich denke mal, das wird bei League of Legends genauso gut funktionieren. Ihr könnt übrigens, wenn ihr Game Pass habt, könnt ihr auch Riot den Client mit eurem Game Pass Profil verknüpfen. Dann habt ihr automatisch alle Helden, alle Champions freigeschaltet. Das habe ich auch gemacht. Ich habe zwar keine Ahnung von dem Spiel, aber ich habe erstmal alle Champions. Durchbrechen und den Nexus im Herzen seiner Basis zu zerstören. Gut, dann gehen wir das mal machen. Gehen wir mal den Nexus zerstören. Das ist das Ziel des Spiels. Oh, nicht reingehen. Ja, genau, sonst kriegt man Schaden. Immer auf die Vasallen warten. Aber im Allgemeinen gilt bei League of Legends nicht zu gierig werden. Das Spiel ist relativ langsam und gemächlich. Also, man sollte nicht versuchen, irgendwas zu erzwingen. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Weil man sonst mächtig auf den Sack kriegt. Das mag jetzt ziemlich chaotisch aussehen und das ist es teilweise sicherlich auch. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich, wenn man sich ein bisschen reingefuchst hat in das Spiel, ist das machbar. Und wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung. Oh Gott. Ah, ich sterbe. Ich sterbe im Tutorial. Okay, ich bin nicht gestorben. Ich habe noch einen Mikrostrich. Das wäre peinlich gewesen, wenn ich jetzt hier in dem Video, in dem Tutorial gestorben wäre. Aber na gut. So ist es halt manchmal. Okay, das war's. Gewonnen! Yay! Okay. Ich glaube, jetzt habt ihr grob eine Ahnung, worum es geht. Man kann aufleveln, Erfahrungspunkte bekommt man durch das Töten von Lakaien und gegnerischer Champions. Man bekommt auch Gold, das tauscht man dann gegen Items. Das wird alles dann in den späteren Missionen der Einführung erklärt. Hier immer stärker, da geht es ums Aufleveln. Und kaufe Ausrüstung, da geht es dann um das Kaufen von Ausrüstung. Ich denke mal, probiert einfach die Dinger aus und... Ja, das war's soweit von mir. Danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns Samstag bei League of Legends.